Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Video zum Thema Home Assistant und zwar zu einem Thema, welches eigentlich schon lange überfällig ist. Seit Jahren rede ich davon, ich möchte eine Haussteuerung haben, wo meine Heizung mit integriert ist. Ich habe mir damals auch irgendwelche Schnittstellen für den Raspberry rausgesucht, womit man dann die API auf dem PI öffentlich zugänglich macht und dann über die Konsole steuern kann und. Ich bin nie dazu gekommen, das zu implementieren. Und deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir den Switch nach Home Assistant gemacht haben, denn da ist das Ganze wesentlich einfacher. Da ist nämlich mein Heizungssystem schon direkt integriert. Wir müssen es eigentlich nur noch aktivieren und einbinden. Wie das dann am Ende aussehen kann, was man dafür tun muss, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, aber worum geht es genau? Es geht um das EQ3 Max Heizungssystem. Hier seht ihr den Server des Ganzen. Das ist der Max Cube. So nennt sich der Server beim EQ3 Heizungssystem. Und ja, auf der Oberseite seht ihr, da gibt es drei LEDs. Einmal für Power, einmal für Internet und einmal für Battery. Was das Battery heißt, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen jetzt aus dem Kopf. Aber ja, das sind auf jeden Fall die drei Status-LEDs. Auf der Rückseite hat er einmal einen Mini-USB-Anschluss für die Stromversorgung und einen Netzwerkanschluss, ja, um ihn eben an den Router oder euren Switch anzuschließen, um ihn mit dem Netzwerk zu verbinden. Und ja, der ganze Rest der Kommunikation erfolgt per Funk. Insofern war es das schon. Heißt, das Ding schließt an Strom und an Router an. Stellt es euch irgendwo in die Ecke und das war's. Dann gibt es hier diese Thermostate. Schauen uns das mal eben an. Einige Bedienungsanleitungen bei. Und ja, so sieht das Thermostat aus. Hier habt ihr einen Drehregler. Hier habt ihr drei Knöpfe. Einmal, um den Modus auszuwählen. Dann gibt es eine Boost-Taste. Damit reißt er das Ventil einfach auf Vollgas auf. Wenn ihr jetzt nach Hause kommt und die Heizung ist noch aus und ihr möchtet, dass es schnell aufheizt, drückt ihr einfach auf Boost. Dann macht er für, ich glaube, 600 Sekunden das Ventil auf maximale Öffnung, dass die Heizung sofort auf volle Temperatur geht. Ja, und hier habt ihr noch einen Taster für den Tag- und Nachtmodus. Und das war's. Auf der Rückseite das Batteriefach. Hier kommen drei AA-Batterien rein, die halten auch ja, ungefähr ein Jahr, möchte ich sagen. Also oft wechsle ich die auf jeden Fall nicht. Ja, und dieses Thermostat ersetzt einfach euer bestehendes. Das heißt, ihr schraubt das bestehende Thermostat von der Heizung ab, schraubt das hier dran. Dann macht ihr eine Justierungsfahrt und das war's. Wie das funktioniert, steht in der Anleitung, möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Dann sind hier noch für die gängigsten Heizungsanschlüsse, falls das System nicht von Anfang an bei euch an die Heizung passt, noch ein paar Adapter dabei. Ansonsten, wenn auch die Adapter nicht ausreichen, müsst ihr gegebenenfalls mal den Hersteller von der Heizung anschreiben, ob der euch einen passenden Adapter liefern kann. Dann werden ebenfalls mitgeliefert zwei Duracell-Batterien. Insofern, die Aussage eben war nicht ganz richtig. Es kommen keine drei, sondern nur zwei Batterien in das System. Und die zwei halten trotzdem ein Jahr, also das stimmt. Dann gibt es noch diese Wandthermostate, die ich auch durchaus praktisch finde. Ihr habt hier oben ein Display, welches euch standardmäßig immer die Raumtemperatur anzeigt. Sobald ihr jetzt hier einen Knopf drückt, ist das die Solltemperatur, die angezeigt wird. Und nach einem Moment springt er wieder um auf die aktuelle Raumtemperatur. Ansonsten habt ihr hier die gleichen Knöpfe wie auf dem Ventil selber. Das Thermostat hat einfach den Vorteil, ihr müsst nicht mehr zur Heizung laufen, sondern das könnt ihr platzieren, wo immer ihr wollt. Die Geräte von EQ3 Max könnt ihr beliebig nach Räumen gruppieren oder kombinieren. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, mit dem Thermostat schalte ich Esszimmer, Wohnzimmer und Küche gleichzeitig. Wenn ihr also hier dann auf 22 Grad zum Beispiel schaltet, gehen alle drei Heizungen auf 22 Grad. Ihr könnt aber auch sagen, das Thermostat steuert nur die Heizung im Büro und ein anderes Thermostat schaltet zwei andere Heizungen. Ihr könnt aber auch zwei Thermostate an eine Heizung hängen. Das ist alles euch überlassen. Das könnt ihr in der Software von EQ3 selber konfigurieren. Die Thermostate haben auf der Rückseite so eine Montageplatte. Die könnt ihr irgendwo an die Wand, an Balken oder sonst wohin schrauben. Ihr könnt sie auch mit einem doppelseitigen Klebeband zum Beispiel einfach nebens Fenster kleben oder wohin auch immer. Und ja, das Ganze wird dann einfach nur hier drauf geklippt und hält dann an der Wand. Sehen auch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Das ist jedenfalls ganz angenehm, dass man keine Kabel verlegen muss und trotzdem keine Montage in irgendeiner Weise sieht. So, hier ist einmal ein Rahmen und das ist das eigentliche Thermostat. Auch wieder hier hinten zwei Batterien drin, in dem Fall aber AAA, also die etwas kleineren.
Ja, das sind auf jeden Fall so die beiden Gerätearten, die ich bei mir im Einsatz habe. Und wie man die jetzt integriert, das möchte ich euch mal am PC zeigen. Ja, am PC angekommen, starte ich als erstes mal das Max Heizungssystem. Das ist ein extra Programm, was aber eigentlich nur ein Server auf eurem PC startet. Und hier seht ihr jetzt schon Anwendung im Browser starten. Das tun wir mal. So, der verbindet auf Localhost, Port 29203. Und da seht ihr jetzt meine Heizungssteuerung zu Hause. Ihr seht, hier sind die einzelnen Zimmer aufgelistet. Im Wohnbereich zum Beispiel habe ich, wie eben erwähnt, auch drei Heizungen. Ich weiß nicht, die spinnt gerade irgendwie ein bisschen. Wir sitzen im Büro. Ich weiß nicht, wo er die 24 Grad hernimmt. Mir ist recht kühl, aber ich drehe es jetzt mal auch nicht höher. Ich habe jetzt hier schon alles auf manuell gestellt, weil wenn ich hier auf automatisch stelle und nachher im Home Assistant auch noch regeln möchte, dann kommen die beiden sich natürlich in die Quere. Also an der Stelle Heizungen auf manuell stellen und machen wir das auch mal direkt. Ja, und das ist eigentlich schon so die Grundvoraussetzung, dass ihr euren Server, also diesen Max Cube, soweit eingerichtet habt, dass der alle eure Geräte kennt, denn mit diesem kommuniziert nachher Home Assistant. So, und wenn ihr diese Einstellungen soweit vorgenommen habt, wie das geht, könnt ihr entsprechend den Anleitungen von eurem Max Heizungssystem selber entnehmen. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber dann könnt ihr mit Home Assistant direkt loslegen. Und ich würde sagen, da wechseln wir auch jetzt direkt hin. So, hier sind wir jetzt im Home Assistant. Ihr seht, ich habe extra nochmal ein leeres System genommen. Wir haben ja jetzt noch keine Dashboards und nichts. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt als erstes mal an. Als erstes bauen wir mal ein Dashboard für unsere Heizung. Dazu gehen wir hier auf Benutzeroberfläche konfigurieren, legen hier mal einen neuen Reiter an, nennen den als Titel Heizung. Und dann hätte ich hier gerne noch ein Symbol. Das Symbol bekomme ich von materialdesignicons.com und hier suchen wir jetzt mal nach Heizung. Das dürfte sowas wie Heater sein. Suchen wir mal nach Heat. Finden wir da irgendwas? Ja, hier Radiator. Das sieht ja schon ganz gut aus. Wir klicken einmal da drauf, können das hier oben wegkopieren und sagen jetzt hier Symbol MDI für Material Design Icon Doppelpunkt Radiator. Und dann seht ihr hier schon, haben wir hier die Heizung als kleines Icon. Und das war's auch schon. Wir klicken auf Speichern und haben hier unseren neuen Reiter. Dann verlassen wir jetzt erstmal hier den Bearbeitungseditor. So, und kommen jetzt zu den Einstellungen, die für die Heizungssteuerung notwendig sind. Dazu wechselt ihr mal hier auf der linken Seite in den File-Editor und wählt dann hier oben, falls ihr nicht schon drin seid, in dem Ordner Config die Datei configuration.yaml aus. So, dann seht ihr hier, da ich jetzt gerade ein Basissystem quasi aufgesetzt habe, steht bei mir jetzt hier gerade nicht viel drin. Bei euch ist die wahrscheinlich, wenn ihr das System schon länger im Einsatz habt, die Datei etwas größer. Aber ich habe gedacht, so ist es etwas übersichtlicher, was wir machen müssen für das Home Assistant System. Und was ihr jetzt tun müsst, ist eigentlich gar nicht viel, sondern wir machen jetzt hier erstmal einen Kommentar, damit wir wissen, worum es geht, und zwar Heizung. Und das erste Stichwort, was wir brauchen, ist Max Cube. Dann ein Doppelpunkt und dann die Enter-Taste und in der nächsten Zeile schreiben wir Gateways. Doppelpunkt. So, damit weiß jetzt Home Assistant, dass wir jetzt eine Konfiguration vornehmen möchten für das Max Cube und dass wir ihm jetzt unsere Gateways, also unseren Max Cube Server, mitteilen möchten. Das machen wir jetzt hier in der nächsten Zeile mit vier Leertasten, minus Leertaste, Host, Doppelpunkt und dahinter mit einer Leertaste geben wir jetzt die IP unseres Max Cube ein. Das ist in meinem Fall 192.168.5.66. Diese IP könnt ihr entweder über euren Router herausfinden oder wer mit seinem Smartphone in seinem WLAN angemeldet ist, kann zum Beispiel auch die App Fing dafür benutzen. Ja, unter Host geben wir jedenfalls die IP-Adresse an und dann wieder zwei Leertasten, wenn wir Enter gedrückt haben. Und dann müssen wir noch den Port angeben. Das ist dann der Port 62910, das ist zumindest der Standardport von dem System. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Scan-Intervall anzugeben. Das machen wir auch mit Scan-Intervall.
Ja, das könnt ihr euch selber aussuchen. Ich glaube, standardmäßig in den Beispielen stand es, glaube ich, auf 600 Sekunden. Also 5 Minuten war für mich persönlich ein bisschen lang. Müsst ihr mal ein bisschen mit rumspielen, was für euch da passt. Ich sage jetzt einfach mal 60 Sekunden. Heißt, er aktualisiert jede Minute eure Temperaturen. Oder zumindest kann es bis zu 60 Sekunden dauern. Also von daher müsst ihr mal gucken, was da für euch am besten passt. Viel kleiner als eine Minute würde ich an der Stelle nicht gehen. Es macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Die Heizung schafft es eh nicht in 10 Sekunden groß, was an der Raumtemperatur zu ändern. Von daher, vielleicht ist auch das Beispiel mit 600 Sekunden gut, aber ich habe mich mal für eine Minute entschieden. Probiert es einfach mal aus. Ja, und das war es eigentlich schon. Dann klicken wir hier oben auf Speichern. Und jetzt vielleicht nochmal eben ganz kurz der Hinweis. Passt hier ganz genau auf, wie ihr das hier formatiert. Leertasten sind hier absolut wichtig. Denn wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal eine Leertaste wegnehmen, na gut, jetzt hat er direkt alle 4 weggenommen, aber ihr seht sofort, ihr kriegt sofort hier oben das rote Ausrufezeichen. Er ist mit der Syntax nicht mehr zufrieden. Und auch bei 2, bei 3, es gefällt ihm alles nicht. Also es ist unheimlich wichtig, dass ihr hier aufpasst. Die erste Einrückung sind 2 Leertasten, die zweite Einrückungsstufe sind 4 Leertasten und die dritte Einrückung sind 6 Leertasten. Es ist also absolut relevant, dass ihr genau so formatiert. Ansonsten funktioniert es nicht. So, wenn ihr jetzt die Datei gespeichert habt, geht ihr einmal auf Einstellungen, scrollt ein Stück runter, Serversteuerung und jetzt müssen wir das ganze System neu starten. Achtung, vor jedem Neustart klickt einmal kurz auf Konfiguration prüfen, dann checkt einmal kurz alle Einstellungen durch, ob das System auch so noch starten kann, weil wenn ihr jetzt einen Fehler gemacht hättet, kann es euch passieren, dass nach einem Neustart der Server niemals wiederkommt und ihr Home Assistant neu installieren müsst. Insofern einmal kurz Konfiguration prüfen. Je nachdem, wie umfangreich das ist, dauert das auch mal ein bisschen länger. In meinem Fall, da wir jetzt nur die Heizung drin haben, ist er sofort fertig, sagt Konfiguration in Ordnung und wir können das System neu starten. Fragt er nochmal, bist du dir sicher, dass du neu starten möchtest? Ja, sind wir. Wir klicken OK. Und jetzt sagt er auch schon, Verbindung wurde getrennt, verbinde erneut. Dann dauert das einen kleinen Moment. Er muss jetzt erstmal die ganze Konfiguration neu laden. So, und wenn ihr dann euch mit dem System einmal neu verbindet, dann seht ihr jetzt hier unten schon Benachrichtigungen. Wenn wir da draufklicken, meldet er hat ein neues Gerät erkannt. Wir klicken mal auf Check it out. So, hier sehen wir jetzt allerdings nichts von Max oder EQ3 oder Ähnlichem. Das liegt daran, es ist keine besondere Integration, sondern es ist in Home Assistant direkt integriert. Wenn wir jetzt mal auf Geräte gehen, sehen wir auch noch nichts. Hier sehen wir nur meinen Drucker und meinen Google Home Mini. Wenn wir jetzt aber auf Entitäten wechseln und das mal nach der Entitäts-ID sortieren, dann sehen wir hier einige Klimageräte. Und alles, was jetzt unter diesem Knoten Climate steht, das sind unsere Heizungsgeräte. Wir sehen hier die Büroheizung, wir sehen die aus dem Bad, wir sehen das Thermostat im Büro. Hier sehen wir also jedes einzelne Gerät, was das Max-System beinhaltet. Also jedes Gerät, was mit eurem Max-Cube verbunden ist. Jetzt kann ich zum Beispiel hier auf dieses Thermostat klicken, auf Einstellungen und dann sehe ich hier schon, die Heizung im Büro befindet sich im Leerlauf, steht aktuell auf 20 Grad Zieltemperatur und meldet einen Wert im Raum von 24,1 Grad Celsius. Jetzt kann ich sie hierüber ausschalten. Ich kann sagen, sie soll in den Automatikmodus gehen. Hier gibt es noch ein paar weitere Modi. Maximal, Komfort, Sparmodus, Abwesend und On. Also ihr seht, die Heizung ist eigentlich schon integriert und hat ihre Entitäten hier im Home Assistant angelegt. Und jetzt gehen wir mal auf die Übersicht, auf unseren eben neu angelegten Reiter für die Heizung, wechseln nochmal in den Konfigurieren-Modus und jetzt sagen wir möchten hier ein neues Element, also eine neue Karte hinzufügen. Dann scrollen wir hier mal ein bisschen runter und dann finden wir hier schon das Thermostat, klicken da einmal drauf und jetzt sehen wir hier Entität benötigt. Hierüber wählen wir aus, welches Gerät wir denn jetzt wirklich mit dieser Anzeige schalten möchten. Wenn man nochmal hier draufklickt, listet er uns auch alle kompatiblen Geräte direkt auf. Wir sagen jetzt mal, wir möchten hiermit steuern das Thermostat, nennen das Ganze Büro
Ob es ein Thermostat oder die Heizung ist, ist mir in dem Fall egal, denn ob ich jetzt die Heizung oder das Thermostat auf Zieltemperatur 22 Grad stelle, er regelt ja so oder so die Heizung. Deshalb, wir nennen das Ganze einfach Büro, wir möchten hier drüber die Temperatur im Büro steuern, also heißt das Ganze Büro und sagen Speichern. So, und das Ganze könnt ihr jetzt natürlich auch direkt noch für die anderen Räume machen. Wir nehmen mal hier noch das Schlafzimmer mit hinzu. Einen Namen vergeben ist optional, also ihr könnt den Namen auch weglassen. Wir sagen Speichern. Und dann nehmen wir mal noch den Wohnbereich. So, und hier nehmen wir nicht Wohnzimmer Heizung, sondern in dem Fall möchte ich auf jeden Fall das Thermostat nehmen. Wohnbereich Wandthermostat, genau. So, fertig ist die Steuerung. Und jetzt sehen wir hier, ich kann jetzt hier die Zieltemperatur regeln. Gehen wir mal auf 16 Grad. Dann kann ich zum Beispiel im Wohnbereich die Heizung abschalten. So, jetzt hat das aktualisiert. Im Wohnbereich die Heizung wurde abgeschaltet. Dann steht sie auf 4,5 Grad. Also Frostschutz scheint immer aktiv zu sein. Im Büro hat er jetzt auf 16 Grad runtergeregelt. Und das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. Wenn ich jetzt im Büro am Thermostat die Temperatur raufstelle, die habe ich jetzt mal auf 19 Grad gestellt. So, und da zieht jetzt auf jeden Fall diese 60-Sekunden-Regel, die wir eben in der Konfigurationsdatei eingestellt haben. Diesen Wert aktualisiert er eben nur noch im 60-Sekunden-Zyklus. Und das kann also einen kleinen Moment mal dauern, bis sich hier die Anzeige aktualisiert. So, und jetzt seht ihr, steht das ganze System auch hier auf 19 Grad, hat sich also aktualisiert, obwohl ich jetzt den Regler an der Wand benutzt habe und eben nicht die Oberfläche vom Home Assistant. Dann beenden wir den Konfigurationsmodus wieder und sind eigentlich fertig. Ja, soviel erstmal zum Thema EQ3 Max Heizungssystem an Home Assistant anbinden. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Was mich mal interessieren würde, welche Heizungssysteme nutzt ihr so? Habt ihr die auch an Home Assistant angebunden? Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Ebenso, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, was ihr als nächstes zum Thema Home Assistant sehen möchtet, schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Oder schaut mal bei uns im Discord vorbei, der wird auch langsam immer aktiver. Inzwischen wird da auch schon recht viel über Home Assistant diskutiert und da gibt es auch noch einen Bereich zum Thema Videowünsche. Schaut einfach mal vorbei, würde mich freuen. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal und sag einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!